So, Leute, willkommen zurück zu Kirby. Kirby und dem magischen Garn. Yay, meine Stimme ist immer noch ein bisschen komisch, aber hey. Passt. So, wir haben die letzte Welt komplett und ich möchte jetzt ein letztes nochmal gucken, ob der Stoffladen vielleicht noch irgendwas Neues hat. Ne, wo ich mein Geld zum Fenster rauswerfen kann. Möbelladen, du noch irgendwas? Hier, sieh meine an. Ich kaufe noch die Glocken und das Mega-Bett da. Gut gemacht, Items komplett. Oh yeah. So, wir können uns ja jetzt den restlichen Minispielen widmen und ich bin gespannt. Und das meine ich wirklich so. Ich bin gespannt, wie viele Videos das jetzt alles noch füllen wird. Ich glaube nämlich noch eine ganze Menge. Türme des Sturms. Finde alle Suchmiese in 2 Minuten. Kein Ding. Beziehungsweise wahrscheinlich doch ein Ding. I hate it. So, bin mal gespannt. 2, 1, go! Okay, alles klar. Such mich in... Ah, es ist der Sturm, der nach oben geht, merke ich gerade. Sollte kein Ding sein, das machen wir. Da ist schon einer. Augen offen halten. Such mich, wo bist du? Beziehungsweise find mich. Moment, ich brauche dich. Haben wir bisher noch keinen weiteren gefunden? Ich hab wohl... War grad was? Hab ich mich verguckt? Versteckst dich ganz schön gut, mein Freund. Gott, erst einen gefunden und schon fast die Minute um. Was so, da ist einer. Schalalalalalalalala. Oh Gott, was sagt mir mein Gefühl? Mein Gefühl sagt mir, Junge, das wird nix. Nix auf Anhieb. Muss nur kurz gucken, ich muss sicher gehen. Aha. Gut, dass ich nochmal sicher gegangen bin. So, 3, sind wir auch schon besser im Schnitt. So, jetzt hier noch vielleicht einer, das wäre lieb. Scheint aber nicht so zu sein, okay. Alles klar. Komm schon, 2, da war was, ich hab's doch gesehen, oder? Nee. Ich hab mich scheinbar verguckt. Komm schon, da. Einer noch. Komm schon, ganz oben. Haha. Ich möchte bitte weiter nach oben fliegen. Ach, da hört der Sturm auf. Boom. Ah, schön, hätten wir das geschafft. So, aber das war es doch garantiert noch nicht. Du hast doch bestimmt noch Versteckspiele für mich übrig. Schluck und was schenkst du mir? Reifen, Ring, Reidel, Blümchen, Buttertürmchen, auch gut. Das war super. Super klasse. Maulwurfsbau in 15 Sekunden. Heilige Scheiße. Und vor allem Maulwurfsbau, Moment, war das nicht irgendwie die erste Stage? Also die erste Welt? Meine ich irgendwie in Erinnerung zu haben? Ups. Hallo, 1, 2, 3. Ja. Ach, da unten. 4. Wow. Das war fern und knapp, aber leicht. Nicht besonders schwer. Gut, im Maulwurfsbau kein Ding. Also wenn ich jetzt nur solche. Ja, es gibt ein neues Versteckspiel. Woo! Ja, ja. Und ich habe schon wieder so eine böse Vorahnung bei einer gewissen Person namens Mara. Und die werde ich mit Absicht zum Schluss machen, da die wahrscheinlich wieder 1 Trilliarden Sachen für mich hat. Gemüse. Na, lecker. Njam, njam, njam. Ich mag Gemüse. Ich hatte eben erst Gemüse. Gruselvilla. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh je. Wieso habe ich das nicht geahnt? Das war doch so klar, dass sowas noch kommt. Wie will man denn das noch toppen? Das ist nicht mehr zu toppen. In der Gruselvilla, im Dunkeln. Alle suchen mich finden. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach du Scheiße, ich kann ja eigentlich die ganze Zeit nur schlagend rumlaufen. Da ist einer. 1. Gut, hätte ich den schon mal. Ach du Kacke, das wird ein Spaß. Da oben. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Dunkle Vorahnung hier im wahrsten Sinne. Komm schon, da ist noch was. Nein. Ach Gott. Im Dunkeln, ey, ich glaube es nicht. Die hacken doch echt.
Habt ihr denn nur noch alle Tassen im Schrank? Im Dunkeln, so zack, springen, springen. Die ganze Zeit einfach nur springen und gucken. Oh je, einen erst gefunden. Da ist noch einer, ich sehe es, ich sehe es. Okay, gut. Da oben geht's da, wie geht's denn da hoch? Ach, gar nicht. Okay. Ich hoffe, das werde ich vergessen nicht vergessen rauszuschneiden. Oh je, Mine. Drei noch. Nee, das wäre unfair, wenn sie es da oben hinstecken würden. Zack. Oh Gott, schon die Hälfte vorbei und noch nicht mal die Hälfte gefunden. Okay, ich nehm's zurück. So, wollen wir nochmal weiter gucken. Noch zwei. Im Dunkeln, ey, wie mies das ist. Ach du Kacke, da ist nix. Gut, da oben. Einfach mal ein bisschen willkürlich umherschlagen. Da oben? Scheinbar nicht, okay. Hier vielleicht? Da! Okay, komm, einer noch, den packen wir. Komm schon, den einen packen wir doch. Such mich. Da! Da! Oh Gott, komm her! Boah, episch! Wir sind voll gut! Geil, ich bin schon ein bisschen beeindruckt von mir selbst gerade. Ey, komm, wie wollt ihr das denn noch toppen? Gar nicht? War's das? Gut mal, Boing, was ist das denn? Gruselgeister-Tapete. Gespenst, auch gut. So, jetzt bin ich gespannt. Haben die echt nichts Neues mehr für mich? Das heißt, wir haben alle Such-mich-Level geschafft. Wow, wir haben alle Such-mich-Level geschafft, Leute. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Such mich, find mich nie wieder. Such mich, wir haben sie gefunden. Falsche Musik. Egal, sie passt. So. Das motiviert doch. So, dann wollen wir mal gucken, was die Perline noch für uns ausgegraben hat, die kleine Hinterlistige. Perlinchen, wir haben Bock, bitte zu spielen. Wispies Wald. 250 Perlen in 30 Sekunden. Ja, machen wir. Definitiv machen wir das. Ja, okay. Da geht es wahrscheinlich einfach nur darum, sich gegenseitig rumzuballern. Bam. Ja, toll, das war schon mal scheiße. Das war auch scheiße. Und wieso sagt mir das, dass ich das nicht mehr schaffen kann? Gibt's hier so viele Perlen überhaupt noch? Ja, das wird nichts. Doch! Wow! Wow, wow, das war knapp. Jetzt will ich mal wissen, wie knapp. Wow, episch. Wow, 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 wow. Schwer beeindruckt von mir selbst mal wieder. Ich muss mir eben auf die Schulter klopfen. Tja, Perline, du glaubst, du kannst uns so leicht verarschen? Ich denke nicht. Was ist das? Grün gepunktet. Ja, grün gepunktet. Tapetenraten vorher, das macht Spaß. So, was haben wir denn hier? Gemütliche Hütte. 680 Perlen in 50 Sekunden. Was zur Hölle? Na gut. Ach, mit dem Windstoß. Ja, das klingt doch nach einer Menge Spaß. Oh, yay. Ach so, muss man das... Ach du Kacke. Also wenn das jetzt die ganze Zeit so langsam weitergeht... Oh je. Yay. Mehr, mehr. Wow, will immer mehr. Wie es einfach laggt bei mir. Ja, komm, mehr. Need more. Ah, ein Stern. Der ist gut. Okay, kein Ding. Das schaffen wir. Hoffe ich. Oh Gott. Yes. Das war cool. Perline, was ist denn los mit dir? Deine Level machen ja
Richtig Laune. Soll aber nicht heißen, dass du mich jetzt wie eine gewisse Mara mit deinen Minispielen bombardieren musst, sollst, darfst. Das wollte ich damit jetzt nicht ausdrücken, meine kleine Liebe. Aber was ist denn das? Du hast folgendes halt ein Hotdog. Och, ich hätte nicht mitgeraten, aber ich hätte ehrlich gesagt auch an diesen komischen Strichen hätte ich keinen Hotdog erkannt. Stadt der Zukunft, sammle 340 Perlen in 40 Sekunden. Na gut. Wer hat mich da angeschrieben? Schreibe nicht, während ich aufnehme. Ah, es war Jan. Hallo Jan, na? 340 Perlen in 40 Sekunden. Machen wir, wie gesagt. Ob ich da links mal hätte runtergesollt? Na, das ist bestimmt nur hier. Für Achterbahn fahren. Bietet sich auch irgendwie an. Solange ich nicht alle Perlen kriegen muss, ist das okay. Dum da da dum. La 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 la. La 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 la. Na komm. Komm mit Vergelegenheit. Danke. Das macht Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Da sage ich am besten gar nichts zu. Perline. Was zur Hölle? Es lag an einer verdammten Perle. Na gut. Nochmal. So. Am besten so viele wie möglich einsammeln. Daher passiert sowas nochmal. Dass ich wieder an einer Perle scheiter. So, Mitfahrgelegenheit bitte. Mitfahrgelegenheit, danke. So. Okay, knapp. Wäre wohl noch was gewesen? Nee, okay. Schön. Ah, das hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich es verkackt habe am Anfang. Es gibt einen neuen es gibt einen neuen Level für Perlensammler. Auf geht's. Ja, das ist schön für dich. Wollen wir doch mal gucken, was hast du noch für uns? Hat richtig Spaß gemacht. Komm hier, oh, was ist das denn? Schwarzes Gitter. Maschendrahtzaun in the morning. La 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 la. Gut, der war jetzt so klar. Maulwurfsbau. Schon wieder dieser gottverdammte Maulwurfsbau. 240 Perlen. Ach, jetzt muss ich mich wieder verwandeln, ne? Das wird wieder wahrscheinlich wieder 15, genau. Das wird wahrscheinlich wieder 5 Sekunden abziehen. Ja, definitiv. Na gut, nicht ganz 5 Sekunden. Aber es wird mir auf jeden Fall Zeit abziehen. Ja, einfach der Spur nach. Einfach der Spur nach. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Entscheidung, einfach der Spur zu folgen. Oh fuck, dahinter. Nein! Ich sehe gerade. Ja. Perline? Hör auf zu heulen, hör auf zu heulen, hör auf zu heulen. Ja, ja, da habe ich sie mal gelobt und schon fängt sie wieder an, mir auf die Nerven zu gehen. So kennen wir unser kleines süßes Perlinchen. Na, na? Frag doch den Hitzepeter. Ob der deine doofe Spiele mit dir spielen will. Geldsuchti. Der eine ist ein Geldsuchti, der andere ein Profikiller. Was haben wir denn nicht noch alles hier? Jo, perfekt. Na, wenn das mal was wird. So, schnell, schnell, einfach alles regeln. Na gut, das habe ich besser geklärt als eben. So, und jetzt erstmal die Perlen einsammeln, die das Ding hier ausspuckt. Das habe ich nämlich gerade eben gar nicht gesehen. So. Ha. Ich kann nicht nach oben graben. Was zum Teufel? Ich sehe gerade, wir haben eh keine Zeit mehr. Gut, Leute. Es gibt einen neuen Perlensammler-Level hoch. Ja, so, da wo die Suchmichs aufhören, fängt Perline erst richtig an. Ich merke das schon. Hier, gehört dir. Na wunderbar, was ist das denn? Maschinenbau.
Maschinenbau. Steinwand. Na gut, okay Leute, das war Kerbin, das magische Garn für heute. Im nächsten Part werden wir weiter Minispiele machen. Bis dahin, tschüss.